Hi, was geht ab, meine lieben Freunde? Es ist Wochenende und ich hatte nichts zu tun, deshalb dachte ich mir, nehme ich euch mal mit auf eine kleine Follow-me-around-Tour hier durch Shelbyville. Ich bin mit meinem Fahrrad hier, ganz amerikanisch untypisch, ich habe schon einige komische Blicke geerntet, was ich hier mit dem Fahrrad will. Aber ich dachte mir, ich erfrische mich jetzt erstmal kurz bei Starbucks und dann gucken wir uns hier in Shelbyville mal um. Los geht's! Das, was ich mir heute gegönnt habe, ist ein Strawberry Refresher, habe ich so in Deutschland noch nicht gesehen. Aber es schmeckt auf jeden Fall verdammt geil. Übrigens, bei Starbucks in Amerika fragt euch niemand nach eurem Namen. Da steht nur drauf, was es ist, aber kein Name. So, eine Straße weiter hier in direkter Nachbarschaft befindet sich der allseits bekannte Walmart. Der Place to be für alle, die in Amerika einkaufen wollen. Hier in direkter Nachbarschaft zum Walmart ist auch noch ein Geschäft, das wir alle aus Deutschland kennen, wo ich auch schon ein paar Mal war, weil es einfach nicht wie Deutschland, wie Europa riecht. Aber das sehen wir dann gleich. Walmart könnt ihr euch genauso vorstellen wie Real, da gibt es alles, einmal hin, alles drin. Nur ich finde, Walmart sind verdammt runtergeranzt und wirklich nicht gut geführt. Aber gucken wir weiter. Ja, Freunde, ihr seht richtig, ich konnte selbst das kaum glauben, hinter mir befindet sich ein Aldi. Das Logo schaut aus wie Aldi Süd, aber keine Ahnung. Die Aldis hier riechen zwar wie die Deutschen, aber mit dem einzigen Unterschied, dass vorne, links, rechts und in der Mitte nur Kühltheken sind und da überall nur dieser Fertig-Fast-Food-Mikrowellen-Krampf drin ist. Leider kein Vergleich zum deutschen Sortiment, aber hey, es gibt Aldi. So, direkt hinter mir, wo ihr die ganzen Autos vorbeifahren seht, ist der sogenannte Broadway der Stadt Shelbyville. Im Prinzip hat jede Stadt in Amerika so einen sogenannten Broadway, das ist sowas wie die Hauptstraße bei uns in Deutschland. Hier hinter mir seht ihr die First Merchant Bank, das ist sowas wie die Sparkasse, nur in Amerika, und Verizon. Das ist sowas, würde ich sagen, ja, nicht wie die Telekom so groß, aber sowas wie Vodafone oder O2. Einfach ein Handyanbieter hier in Amerika. Willkommen zurück. Hinter mir seht ihr, es darf in keiner amerikanischen Stadt fehlen, Burger King. Original mit der original amerikanischen Flagge. So muss das sein. Und jetzt, wenn meine Fresse schon mal nicht im Bild ist, hier hinten seht ihr noch den Rural King. Das ist, glaube ich, so ein Baumarkt. War noch nie drin, keine Ahnung. Dann da ist die Schuhshow, ein Schuhgeschäft mit Sport und Goodies. Aber keine Ahnung, was das ist. Und hier hinter mir ist noch eine Bank. In diesem Kaff wohnt zwar kaum eine Menschenseele, aber hauptsächlich es gibt Fastfood-Buden ohne Ende. Hier direkt hinter mir ist Pizza und natürlich der uns Deutschen bekannte Subway. Starbucks Refresher hat sich jetzt leider verabschiedet. Also gucken wir mal weiter nach drüben zur amerikanischen Botschaft. Ein kleiner Geschmackshinweis für alle, die wissen wollen, wie das Essen in Amerika schmeckt, geht in Deutschland zum Beispiel. Es schmeckt genauso. Und hier schmeckt alles so. Hier gibt es keinen Unterschied. Egal wo ihr hingeht, selbst bei mir in der Highschool, der Salat schmeckt nach Burger. Also von dem her. Hier hinter mir seht ihr McDonald's und direkt dahinter Taco Bell Chicken. Ich bin jetzt seit knapp 3 Wochen in Amerika und habe es noch immer nicht zum Taco Bell geschafft. Ich habe echt was verpasst in den ersten 3 Wochen. Muss ich unbedingt jetzt dann noch nachholen. Ja. Irgendwie wirklich, ich finde, hier ist alles runtergekommen bei uns in Deutschland. Die ganzen Burgerbuden sind alle neu, aber hier ist wirklich alles, auch Burger King oder KFC, was wir dann später noch sehen, das ist alles so uralt. Das macht eigentlich gar keinen Spaß mehr, da zu essen. Aber was soll's, Amerika. Wisst ihr, was so eine Kleinstadt hier ausmacht? Es ist immer dieser leichte Burger- und Fastfood-Dunst. Hier riecht alles, die ganze Luft. Das hängt hier richtig in der Luft, dieses Fastfood-Zeug. Aber scheint echt ein Merkmal von Amerika zu sein. Also dieses Vorurteil hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ja, ein bisschen abseits von der Broadway Street sind wir jetzt hier auf so einer kleinen Nebenstraße parallel zur Broadway Street. Und hier hinter mir seht ihr die Dairy Queen, wie auch immer. Hab's immer noch nicht so ganz rausgefunden, wie es hier ausgesprochen wird. Ja, das ist so ein Eisladen, sehr bekannter. Sowas wie McDonald's, nur für Eis. Und der ist hier wirklich in ganz Amerika, weil die Amerikaner halt nicht den Luxus, den wir in Europa haben, dass ihnen die Italiener das Eis mischen. Es ist ein bisschen lauter, ich hoffe, man versteht mich noch, denn ich bin jetzt direkt am Broadway. Seht ihr diesen gelben Kübel da hinter mir? Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt hier seit 3 Wochen, ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß, aber ich will diesen Schulbus haben. Wie viel Dollar auch immer der kostet, am Ende von diesem Austauschjahr nehme ich diesen Bus mit. Auch wenn das ein bisschen Übergewicht kostet. Gucken wir weiter. So, der Bus wäre schon was.
was soll's. Ich bin ein bisschen abseits jetzt von dem Broadway gegangen, der ist da vorne, weil hier andauernd irgendwelche Harleys durchdonnern und man so wirklich nicht relocken kann. Aber guckt mal, hier ist, ihr seht es jetzt leider nur von hinten, diese Kiste da ist Wendy's. Ist im Prinzip das gleiche wie McDonald's. Also ich rate euch echt nochmal, wenn ihr wissen wollt, was in Amerika geht, geht zu McDonald's. Und ihr wisst's. Das ist heute ein echt schöner Abend, muss ich sagen. Aber was soll's, weiter geht's. Hört ihr das? Diese nervigen Zirpen. Die sind hier überall und die rauben mir jede Nacht den Schlaf. Aber die haben gemeint, hier irgendwann gewöhne ich mich dran. Alter, sind die laut. Egal, ich bin hier gerade im Innenhof von einem, ja, von einem Elektrohändler, von einem Elektrotechniker. Und dieser Elektrotechniker ist mein Gast. Ich bin hier bei Christian Electric und hier gehe ich mir jetzt mal kurz ein bisschen WLAN schnorren und dann gehen wir noch weiter zum City Circle, sozusagen das Stadtzentrum. Wir waren jetzt gerade schon den Broadway vom Walmart bis hier zum Ende. KFC zeige ich euch gleich noch durch. Danach kommen jetzt nur noch ein paar Schulen und ein paar Kirchen. Und das war's dann auch schon mit Shelbyville. Aber weiter geht's. So, direkt hinter mir ist KFC, genau der Nachbar von dem Elektrogeschäft meines Dads. Und hier drüben, guckt mal, in Amerika ist jetzt hier hinter diesem hässlichen Haus da, da diese Shell-Station, Shell BP, in Amerika gibt es ja noch BP, ist die geilste BP-Station der Welt. Da bekommt ihr einen 2 Liter Softdrink für 90 Cent. Das ist unnormal, wird es in Deutschland niemals geben. Das ist der Hotspot nach der Highschool, das kann ich euch versichern. Okay, gucken wir weiter zum City Circle. Übrigens hier drüben sowas wie die Deutsche Post, falls es jemand interessiert. Hier seht ihr noch eine Bank und was ich euch hier nur noch kurz zeigen will, das liegt genau da. Und zwar haben hier alle Banken wie in Deutschland eigentlich nur McDonald's hat einen Drive-Thru, wo man durchfahren kann und Geld abheben kann und alle Bankgeschäfte regeln kann. Finde ich genial. Und direkt dahinter hier ist der City Circle und da geht's jetzt hin. Ja, das, meine lieben Freunde, ist der City Circle und auch gleichzeitig das Ende unserer kleinen Tour durch die interessanten Ecken von Shelbyville. Alles andere sind jetzt mehr noch so ein paar Wohnecken, wo nicht mehr viel ist. Aber ich denke, es ist auch für euch nochmal ganz interessant, dass ihr mal seht, wie die Leute hier so wohnen. Denn die Häuser hier, ich sag's schon mal gleich vorab, haben meistens nur ein Stockwerk und sind ziemlich klein, im Gegensatz zu deutschen Häusern. Aber das schauen wir uns jetzt gleich noch auf dem Heimweg an. Und hier nochmal der City Circle, wo Paraden und Feste, Feierlichkeiten stattfinden. Also quasi die Volksfeste in Amerika. Freunde, ich wurde jetzt schon zum zweiten Mal gefragt, ob ich mitgenommen werden will. Also wir Europäer müssen echt ein Mysterium für die Amis sein. Oh mein Gott, story of my life. Also schauen wir uns noch ein paar Häuser an. Railroad, oh mein Gott. Puh. Geschafft. Und da sind wir auch schon in Shelbyville-Siedlung angekommen. So, hier sind hier jetzt schon ein paar Häuser. Also ihr seht, falls jemand von euch schon mal in Südafrika war, genau wie da, schauen die Häuser hier aus. Ich denke, das sieht man, dass die Südafrikaner sich ein bisschen hier von dem amerikanischen Lifestyle inspirieren haben lassen. Sind sehr große Fenster, die sich meistens auf und zu schieben lassen. Und es wird meistens einstöckig gebaut. Meistens
noch ein kurzes Schlusswort zu den Häusern. Wir in Deutschland sind es ja gewöhnt, dass alles schön massiv gebaut wird und möglichst für die Ewigkeit halten soll. Hier in Amerika, wenn man sich umguckt, und auch bei meiner Gastfamilie das Haus, das ist nicht wirklich so wie in Deutschland. Also es ist sehr viel Fassade, sehr viel Verzierung. Wenn man da so guckt, also es wird mit ziemlich kleinen Backsteinen meistens gebaut und dann kommen 1000 Pressspannen oder Gipsplatten, wie auch immer das Ganze heißt, drauf und dann wird alles einfach mit Holz verkleidet. Also wenn man da mal ordentlich austickt und in die Wand reinhaut, dann kann man die wirklich durchschlagen. Also so wie in Deutschland ist das hier nicht. Es wird sehr viel verziert einfach, aber eher weniger massiv gebaut. So, liebe Freunde, damit sind wir am äußersten Stadtrand von Shelbyville angekommen. Das war jetzt so ein kurzer Überblick für euch, damit ihr mal wisst, wo ich jetzt hier gerade meine nächsten 9 bis 10 Monate verbringe und für euch vlogge. Für mich geht es jetzt zurück mit dem Bike nach Hause und für euch geht es unten in der Beschreibung mit den Social Media Links weiter. Folgt mir auf Instagram @YoungWave, um nichts mehr zu verpassen. Guckt bei meinem Live-Blog täglich vorbei, ich aktualisiere den immer in franken.de/fever. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, dann snappt mir einfach auch @YoungWave. Ich würde mich freuen, wünsche euch noch eine schöne Zeit in Deutschland. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Tschüss, Freunde.